339 und 340 bilden eine Einheit. Ja, wie ihr seht, ich habe mich durchgequält durch Videos von AfD und allem das, was so nicht direkt mit AfD irgendwie zu tun hat. Manche distanzieren sich auch davon, aber die so irgendwie sich vielleicht sogar Patrioten nennen würden oder ja, all diese Leute habe ich mir angetan und habe mich da durchgequält. Und ja, für mich ist es so, dass mir da eigentlich nur eine Sache einfällt dazu, dass es sich um Menschen handelt, die quasi, ja, ich kann sie nur als Masochisten empfinden, die also quasi sagen, liebe soziale Marktwirtschaft, lieber Kapitalismus, schlag mich weiter. Soziale Marktwirtschaft, abgekürzt SM, Sadomaso, ja. Also sozusagen, schlagt uns nur weiter, Vereinsamung der Menschen, Volkskrankheit, Depression, Selbstmorde überall, ja, bürdet mir noch mehr Lasten auf. Die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus ist herrlich, wir haben überhaupt keine Probleme. Der hat Kriege erzeugt und hat uns noch vor 70, 80 Jahren zu Millionen in Kriegen verheizt und abgeschlachtet. Ja, setzt mich hier auf den Folterstuhl, rammt mir die spitzen Dornen so richtig ins Fleisch. Ich will weiter leiden. Ja? Also, weil diese Leute überhaupt nicht verstehen, dass sie sozusagen mit ihrer Vorstellung von Bürgerlichkeit und von konservativ sein und so weiter, dass all diese Normen, die sie haben, ja, die verquere Betonung auf Ehe und Familie und Heimat und all diese Dinge, ja, dass das eigentlich nur auf Deutsch heißt, dass sie die Verbote und die Einschränkungen und die Qualen, die uns die soziale Marktwirtschaft auferlegt hat und die maximale Unfreiheit sozusagen weiter genießen wollen, sozusagen ganz kurz jetzt wissenschaftlich erklärt, ja, also warum sind das also sozusagen Masochisten sozusagen, die ganze Szene rund um die AfD, die schreien danach, hier, wir hatten hier also vor 400 bis 300.000 Jahren die ersten Vorläufer der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus. Und hier hatten wir eine Art Händler, die also sozusagen in unser Liebesleben, in unsere gesunde Ernährung in keinster Weise eingegriffen haben, die uns ein gesundes und glückliches Leben haben lassen. Vielleicht zum Beispiel Steinäxte, mit denen man Früchte noch schneller ernten kann oder Gemüse aus dem Boden besser buddeln kann und so weiter, uns verkauft haben und so weiter. Also, und aber keinen Schaden angerichtet haben. Aber dann kam ein erster Händler auf, der sich einfach irrte. Ja, und der eben einfach den Irrtum im Kopf hatte, ja, diese viele Schmuserei in den Kommunen, in den Gruppen, ja, das ist ja alles widerlich und eklig und unkeusch und so weiter. Nein, also der Mensch darf nicht so viel Liebe haben. Wir müssen die Monogamie erfinden, wir müssen die Familie, die Kleinfamilie und die Kleinehe irgendwann erfinden, denn die Menschen haben einfach zu viel Glück und zu viel Leben und so weiter. Das muss alles fort, das stört ja alles beim Konsum und so weiter. Das hat er natürlich nicht so offen gesagt, sondern er hat einfach den Irrtum vertreten, dieser Händler und seine Märchenerzähler und seine Marketingfirmen und so weiter, haben Marketingabteilungen sozusagen in seiner Mannschaft, die haben einfach die These vertreten, dass dieses ganze Sexuelle eben eklig und unkeusch und widerwärtig und so weiter ist und diese ganze Freiheit und dass das alles eingekastelt werden muss in einer kleinen
bürgerlichen Familie und alles beschränkt werden muss und dass alles tabuisiert werden muss, was Lebenslust ist und Lebensglück ist. Und genau das fordern diese ganzen Leute AfD und diese ganzen Patrioten und diese ganzen Leute fordern, ja, schlagt uns weiter, unterdrückt uns weiter, beschränkt unsere Freiheit weiter, gibt uns mehr, gibt uns Kriege, gibt uns, ja, also hier, ja, noch mehr Lasten bitte, noch mehr Folter bitte, noch mehr Qual, noch mehr Sachen, die unsere Immunsysteme schwächen, schlagt zu, weiter, wir genießen es, gefoltert zu werden durch die soziale Marktwirtschaft, durch den Kapitalismus, nur noch mehr davon, ja, wir genießen das, masochistisch ist das schön, so richtig hier mit Stacheldraht das Fleisch aufgerissen zu bekommen. Ja, das ist die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus, das genießen wir so sehr, ja. Wie toll, ne? Also ich hoffe, es ist deutlich geworden, oder hier zum Beispiel, dieser Händler ist ein wahrheitsorientierter Händler und er macht in seine Lebensmittel, die er verkauft, vielleicht an den, der mit den Steinäxten beschäftigt ist, also keine Zeit hat, selber Nahrung zu sammeln, erste arbeitsteilige Aspekte auch rund um den Tauschhandel und so weiter, dass er also sozusagen keinerlei Streckmittel reinbringt, sondern reine Natur, kerngesunde Natur, so reif und so frisch wie möglich diesem Steinäxte-Hersteller liefert und von ihm dafür Steinäxte bezieht zum Beispiel, ja. Und der hier, der fängt an, Streckmittel reinzutun, künstlichen Zucker und alles Mögliche und Übermengen an Salz und so weiter und Konservierungsstoffe und all den Dreck, den unsere Lebensmittelvergiftungschemie sozusagen mittlerweile liefert. Und dadurch kriegen wir alle geschwächte Immunsysteme und werden anfällig für so lächerliche Viren wie Coronavirus und so weiter. Unser Immunsystem wird geschwächt und ja, und dann durch die ganze Unterdrückung unserer Lebenslust werden wir alle Alkoholiker, zigarettensüchtig, tablettensüchtig und so weiter. Wunderbar, ja. Also und jetzt und die ganzen AfD und so weiter, ja, mehr davon, ja, unterdrückt, raubt uns noch mehr unserer Freiheit, unterdrückt unsere Sexualität noch mehr, schränkt uns alle ein auf die bürgerliche Familie, ja, Sex ist voll, schlagt uns dafür, für unsere Gelüste, damit wir alle sozusagen schön konsumsüchtig werden und Konsumsklaven werden innerhalb der sozialen Marktwirtschaft. Und das, was ich gerade, glaube ich, vergessen habe zu sagen, ist, dass dieser natürlich den hier auskonkurriert. Also der mit den gewinnbringenden Irrtümern, also der an Irrtümer glaubt, diese Irrtümer an die Kundenwelt verbreitet und also eine Gehirnwäsche der Kunden macht. Und das Besondere dieser ganzen AfD und dieser ganzen Patrioten ist, dass sie quasi so sagen, ich bin so richtig glücklich darüber. Ich will auch gar nichts anderes. Ich habe nie mehr Sex gewollt. Ich wollte nie mehr Liebeskontakte und so weiter. Nein, habe ich nie gewollt. Ich bin doch ein anständiger Mensch. Ich wollte nie was. Also die Unterdrückung aller natürlichen Bedürfnisse, die durch den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft sozusagen zustande kommt, da erleben die Leute das so wie, ach ja, ich habe diese Bedürfnisse ja nie gehabt, ich brauche das ja gar nicht, mir reicht es doch, eine Schweinshaxe zu fressen und alle möglichen ernährungsbedingten Krankheiten zu bekommen. Es reicht mir doch hier eine Pizza fressen und das fressen, also diesen ganzen Industrie- und Bratwürste und so schön fest
Fett. Das reicht mir doch alles. Ich will doch gar keinen Sex. Ich will mir eine Wurst reinschieben, aber oben eine Bratwurst, aber sonst will ich mir nichts reinschieben und so weiter. Ja? Ich will an Sachen saugen, ja, aber bitteschön an Zigaretten. Ich will doch nicht an Schwänzen saugen und so weiter. Also das heißt, wir haben doch diese Bedürfnisse nie gehabt, wir Patrioten. Ja? Wir wollten doch nie was. Das ist doch nicht so, dass wir einfach nur so lange geschlagen wurden, bis wir gar nicht mehr wagten, irgendwelche Bedürfnisse zu denken und zu haben, sondern wir hatten diese Bedürfnisse nie. Wir waren schon immer so, wir waren schon immer so, wie man uns durch viele Peitschenhiebe sozusagen gemacht hat, ja. Also das heißt, das ist das, was diese AfD sozusagen will, ist, dass die maximale Unfreiheit durch den Kapitalismus, die maximale Lebenszerstörung und die Profitmaximierung auf Kosten der Lebensqualität der Menschheit, auf Kosten der Gesundheit und Langlebigkeit der Menschheit, die soll einfach maximal weitergehen. Ja? Und die Peitsche erleben die Leute jetzt gar nicht mehr außerhalb, sondern die ist ja schon innerhalb. Und die Peitsche, wenn die auch nur denken, ja, ach, eigentlich wäre es doch mal ganz schön, einen anderen Liebespartner zu haben und mal ein bisschen Abwechslung im Liebesleben zu haben, da kommt sofort die innere Peitsche und sagt, nein, solche Gedanken hast du gar nicht, so ein Mensch bist du gar nicht. Und dann die innere Zensur ist so stark bei diesen AfD-Leuten und bei diesen ganzen Patrioten, dass die gar nicht mehr wissen, was Leben ist, sondern für die ist ein kapitalistischer Sklave sein, ja, ein Opfer sein, das ist, daran haben die sich voll angepasst und sagen so quasi, nein, es ist nicht so, dass man mich lange geschlagen hat, uns meine Vorfahren lange geprügelt hat und Hexen verbrannt hat und so weiter, um uns alle dazu zu bringen, alle diese Bedürfnisse nicht mehr zu haben, sondern stattdessen shoppen zu gehen und Bratwürste zu kaufen und uns all den Industriesondermüll reinzustecken und so weiter, ja. Also ich so die Patrioten am Grill, ja, so sich krank essen, Krebs anfressen und so weiter. Nein, andere Bedürfnisse haben wir nie gehabt. Ja, das ist eine völlig veränderte Persönlichkeit, die quasi vollständige Identifikation mit dem Aggressor sozusagen haben, das, was ihr Leben zerstört, verherrlichen uns sie und sagen, es ist ja so schön, die Kleinfamilie und alles wie romantisch, dann die Kleinfamilie in der Heimat mit dem Grill und so weiter. Das ist das höchste Lebensglück, also sozusagen völlige erfolgreiche Gehirnwäsche. Das ist echte Gehirnwäsche, wenn die Leute sagen, ich habe diese Bedürfnisse nie gehabt, ich war nie so und so weiter. Ja, also dann geht's weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, was ist hier? Ja, also der bösartige Raubtierkapitalismus hat in den Köpfen der AfD-Leute und all dieser Patrioten also ganze Arbeit geleistet. Ja? So, maximale innergehirnliche Unfreiheit hat er erzeugt. So, und dann war noch ein Aspekt dabei, zum Beispiel Tim Kellner, Martin Sellner, Junge Freiheit und Brennpunkt Politik, die feiern irgendwie alle, dass Chapley weiter beleidigt werden darf durch so irgendwas mit Sprechpuppe und so weiter, ja. Das ist zwar nur eine geringfügige Beleidigung, aber anstatt, dass diese Leute einfach jetzt sagen, hier unser ganzer Rechtsstaat funktioniert ja gar nicht mehr, ja. Unser ganzer Rechtsstaat ist ja in Auflösung begriffen, dass wir mittlerweile gerichtlich bestätigt sozusagen andere Menschen beleidigen dürfen, also Straftaten tun dürfen, weil die Richter sich als Komplizen des Verbrechens erweisen, anstatt dass man also sozusagen hier bei den zweiten Scientists for Future 2 richtig studiert und begreift, aha, ein Richter lebt von möglichst vielen Verbrechern und möglichst vielen Kunden. Das heißt, er muss also, hier haben wir einen Richter,
der greift hart durch und lässt keine Beleidigungen zu, weil er nach dem Konzept Broken Windows-Theorie während den Anfängen auch bei jeder Kleinigkeit sozusagen, bei jeder kleinen Beleidigung im Internet sofort verurteilend tätig wird und sofort knallhart durchgreift und sagt, ich muss den anfangen wehren, denn wenn die Leute sich bis aufs Blut gegenseitig beleidigen, können ja schlimmere Taten geschehen und so weiter. Aber so ein Richter hat im heutigen kapitalistischen System keine Überlebenschance, keine richtige Erfolgschance, denn seine Konkurrenten, die Richter, die also Irrtümer entwickeln, also die zum Beispiel glauben, ach ja, ist ja nicht so schlimm, so ein bisschen Beleidigung, weil sie selbst noch nie im Internet so systematisch von diesen Verbrechern beleidigt wurden, die überall sich im Internet rumtreiben, ja. So ist alles nicht so schlimm, das macht doch nichts, muss sich jeder gefallen lassen und so weiter. Das ist alles, also die Richter fangen auch schon an, Beleidigungen und Meinungsfreiheit zu verwechseln und gar nicht mehr, genauso wie ein Teil der Gesellschaft schon nicht mehr weiß, was sozusagen Meinung ist und was Beleidigung ist, diesen Unterschied gar nicht mehr, so kann dieser Richter das auch nicht mehr herstellen. Und was ist passiert dadurch? Dadurch, dass die Leute sich dann munter beleidigen dürfen, kocht das hoch, dann kommt es zu Körperverletzungen, vielleicht sogar zu Morden und so weiter, auf die alle mal mit Beleidigungen begonnen haben. Und dann hat er auf seinem Schreibtisch noch mehr Arbeit und hat noch mehr zu tun. Und dann kriegt er eine hübsche, ihm zuarbeitende Kollegin bewilligt, mit der er schön ausgehen kann und schön Sex haben kann und so weiter. Und diese Art von Richter ist das, was gewinnt und sich ausbreitet, weil er ja auch so mit seiner Täterfreundlichkeit sorgt er dafür, dass in seinem Umfeld noch mehr Straftaten begangen haben und dann aus den kleinen Taten, also anstatt dieser hier macht das Konzept, wäre den anderen fängen, ja, sozusagen und geht überall voll drauf und der hier lässt alles mit so laissez-faire, einfach anti-autoritär alles geschehen und so weiter. Und dann werden die Täter immer mehr, er hat immer mehr Kunden um sich herum, kriegt immer mehr hübsche ihm assistierende Frauen um sich herum und hat kriegt quasi lauter versteckte Belohnungen und seine Art zu Recht zu sprechen, täterfreundliche opferfeindliche Art von Rechtsprechung sozusagen breitet sich aus und er hat Erfolg und ist wichtig und so weiter. Und diese Art von Richter, ja, der führt ein trostloses Dasein, denn der hat sein Tisch ist fast völlig leer, er braucht keine Assistentin, hat keine Rechtfertigung für neue Mitarbeiterinnen in seiner Mannschaft und so weiter. Er hat der führt also nur ein Schattendasein und spielt keine Rolle. Das ist das, was sich im Kapitalismus in der sozialen Marktwirtschaft ausbreitet. Der täterfreundliche und opferfeindliche Richter, ja. Und das ist jetzt nicht nur Theorie, das ist auch praktische Erfahrung. Hier in Köln haben wir sowieso ja keinen Rechtsstaat mehr. Und das konnte man dann bei Prozessen gegenüber Schwerstverbrechern, die wurden behandelt wie so nach dem Motto, ja, ach, die wollten ja alle nur spielen, die wollen ja alle nur streicheln, wenn sie in Wirklichkeit gerade versuchen, jemanden totzuschlagen, ne? Oder jemanden eine Flasche an den Kopf zu werfen und damit tödliche Verletzungen zuzufügen. Das ist ja alles nur, wollte ja alles nur spielen, das ist ja nur streicheln, das ist ja, also das heißt also auch da AfD und so weiter und diese ganzen Patrioten völlig jenseits jeglicher Realität. Ja? So, was haben wir da noch hier an Neuigkeiten? Ja, dann kommt jetzt noch dazu, dass eben KenFM noch eine Rolle spielte. Er hat also auf dem Sender KenFM erschien was auch, da ging es auch über Gemeinwohlökonomie, die auch übrigens die, wenn Sie sich das mal anschauen, also Christian Felbers Gemeinwohlökonomie, ein völlig chaotisches, verwirrendes, aufwendiges, chaotisches Konzept, das im Prinzip so nicht anwendbar ist, weil ihm die, ja, wo ist es, wo haben wir es hier, die Wohlfühlnotenwahlstimme fehlt. Also das heißt, wenn ich Gemeinwohl, die Wirtschaft auf das Gemeinwohl hin ausrichten will, brauche ich auch eine Wohlfühlnotenwahlstimme.
Fühl, also Gemeinwohl, Fühl, Noten, Wahlstimme. Ich muss also überhaupt erstmal erfassen, wie wohl fühlen sich denn die Menschen in dieser beschissenen sozialen Marktwirtschaft, in diesem Horror-Raubtier-Kapitalismus, der uns alle unser Leben zerstört, ja. Und dann muss ich alle Verdienste, alles, muss ich die Wirtschaft in ein Dienendes verwandeln. Die Wirtschaft dient allen Menschen und dann muss ich also Verdienste ausschütten, so dass ich also den Händler mit den Irrtumsmemen, der wird dann hierhin versetzt, quasi durch die Einführung der Wohlfühlnotenwahlstimme, und der stirbt aus, und der Händler mit den Wahrheitsmemen, der nur Gutes uns tut und auch nur wahre Erkenntnisse zur Grundlage hat, der wird dann die zukünftigen Handelsdynastien beherrschen und betreiben und in die Welt setzen sozusagen und entsprechende Nachkommen haben. Das heißt also, Felbers Konzept ist einfach nur völlig verwirrt und chaotisch und läuft auf so eine Art Greenwashing hinaus, was uns gar nichts bringt, ne? Ja, also und bei KenFM, bei dem Sender, da pocht man wieder auf unsere Rechte, aber innerhalb der sozialen Marktwirtschaft haben wir keine Rechte. Wir sind alle mehr oder weniger Sklaven des Kapitalismus und alles sozusagen. Und bei den Linken gibt es wenigstens noch einige Leute, bei denen, die nicht völlig innerlich geistig unterdrückt sind, die also noch wissen, dass die bürgerliche Kleinfamilie, diese scheinbare kapitalistische Idylle in Wirklichkeit gar nicht unser Leben ist, während also die AfD und die Patrioten sozusagen so durchmanipuliert sind, dass sie sozusagen die Selbstunterdrückung zu ihrer zweiten Natur geworden ist. Die empfinden die Selbstunterdrückung gar nicht mehr, sondern haben sich innerlich schon selber versklavt sozusagen. Nein, wir sind im Kapitalismus, im Raubtierkapitalismus, sind wir grundsätzlich Sklaven. Und wir haben nichts zu sagen, wir haben gar keine Rechte. Dieses ständige Pochen, als ob wir irgendwelche Rechte hätten, ist einfach albern. Wir müssen die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus mit den zweiten Scientists for Future 2 beenden, fertig, aus. Ja, dann auch fällt auf, dass Fridays for Future mittlerweile irgendwie, ich beobachte ja hier Fridays for Future Köln immer, immer alles Verwirrte dieser Welt wird mittlerweile unterstützt. Jetzt geht es auch noch um Feminismus, also anstatt diesen Horror soziale Marktwirtschaft, Kapitalismus und seine Evolutionsprozesse zu beenden, geht es nur noch um Teilsymptome und natürlich die jungen Leute in ihrer Naivität wollen natürlich die Grenzen aufmachen, wollen sagen, wir haben Platz ohne Ende. Ja, liebe junge Leute, macht das doch mal so, dass ihr all eure Dinger, die ihr habt, verkauft die auf eBay und schickt dieses Geld den von euch so geliebten Flüchtlingen. Müsst nur aufpassen, dass ihr euch nicht gerade einen Stein an den Kopf werfen oder irgendwas anderes machen, aber schickt ihnen das ganze Geld, ja, und dann ladet die ein und lasst sie in eurem Zimmer mit euch wohnen. Und denn das ist ja das, was ihr von den anderen fordert, von dem Rest der Gesellschaft fordert. Also sozusagen, ihr wollt ja nicht, dass das Asylrecht gut erfüllt wird und dann also Deutschland in der Nähe von Syrien also Auffanglager macht, wo die Leute geschützt überleben können, bis endlich der Krieg vorbei ist und sie dann wieder zurück können, sondern ihr wollt ja gerne eigentlich, dass alle anderen 80 Millionen Bürger sozusagen alles den Flüchtlingen schenken und so weiter. Das sind aber alles Illusionen, das ist also, auch dort ist also alles geistig verwirrt sozusagen und chaotisch, ja, und vor allem sind das natürlich alles Forderungen, wo immer andere etwas opfern sollen, nur sie selber nicht, ne? Das ist also auch bei Fridays for Future mittlerweile ganz groß, ne? Aber Arte berichtet etwas, also die Kohle lockt auch jetzt die Physiker. Also wir haben ja mit Entsetzen schon feststellen müssen, dass auch
die pharmazeutische Industrie aus den Biologen schon Diener der Pharmaindustrie gemacht hat, sozusagen. Also die jetzt anstatt Wahrheiten über das Leben zu erforschen, quasi ihr Wissen dazu benutzen, um schmutzige Geschäfte der Pharmaindustrie zu machen. Also anstatt hier der eine Pharmafirma geht hin und sagt, wir bieten Gesundheitskurse an, die Leute müssen sich gesund ernähren, das Immunsystem muss durch Sport und andere Sachen gestärkt werden. Und die anderen sagen, nein, wir können hier, tragen den Irrtum, nein, wir müssen impfen, denn die Krankheiten sind überall und wir müssen Impfstoffe entwickeln, auf Teufel komm raus. Außerdem können wir das sagt er natürlich dann nicht laut und denkt er nicht, aber dann kann er was verkaufen. Ja? Aber so diese Art Pharmahändler, der also dann lauter Impfstoffe durch Biologen und neuerdings durch Physiker herstellen lässt. Also jetzt, da wurde ein Physiker bei Arte dargestellt, der also sozusagen jetzt auch zur Dienstmagd der Pharma-Mafia geworden ist und eben seine physikalische Arbeit darin versteht, also neue Impfstoffe zu designen für die entsprechenden Viren und so weiter. Ja. Also jetzt ist auch das, die Physik nicht mehr an der Wahrheit interessiert, sondern möglichst viel Kohle zu machen als Partner der Pharmaindustrie. Also hier so nach dem Motto, vergesst die Idee, euer Immunsystem zu stärken. Wir stärken euch durch Impfungen und damit können wir richtig schön Geld verdienen. Und jetzt auch Tests. Jetzt können wir beim Coronavirus vielleicht noch flächendeckende Tests verkaufen. Super, da können wir wieder ein paar Milliarden machen auf Kosten der Gesellschaft und auf Kosten der Menschen. Und dieser Händler, der wird natürlich aussterben, weil der gar nicht viel verdient, der den Leuten also hilft, ihr Immunsystem zu stärken, sodass sie den ganzen Chemieschrott nicht brauchen, diesen Pharma-Schrott gar nicht brauchen. Nee, das sozusagen. Ja, und jetzt ist also die Physik auch verdorben und kaputt. Ja, so viel für jetzt. Also das Video 340 gehört dazu und wird nur ganz kurz sein. Ja, das war's. Also 340 und 339 sind eine Einheit.